Da ich freikirchlich aufgewachsen bin, ist irgendwie das Thema Dreieinigkeit automatisch akzeptiert worden, weil man kriegt es halt so beigebracht. Ich habe es jedoch nie viel hinterfragt und in den ersten zwei Folgen von meinem Weg aus der Dreieinigkeit habe ich ein bisschen meinen Prozess rausbeschrieben. Der Prozess war aber nicht mit den ersten Erkenntnissen zu Ende, denn der Teufel hat während diesem Prozess wahnsinnig tief angegriffen und natürlich mussten die Wurzeln, die in meinem Herzen waren, auch die ungesunden Wurzeln auch ersetzt werden. Und heute geht es ein Stück weit darum, wie ich erleben durfte, dass in meinen Zweifeln auf dem Weg aus der Dreieinigkeit raus, aus der Lehre der Dreieinigkeit heraus, zum einen unglaublich viel Kämpfe passieren und zum anderen Gott einen unglaublich durchträgt. Und es war im Endeffekt so, dass je mehr ich davon erkannt habe und mich damit beschäftigt habe, ich gemerkt, die Dreieinigkeit kann mit der Schrift irgendwo nicht übereinstimmen. Wir lesen von Paulus, der sagt, es gibt nur einen Gott, und das ist der Vater. Wir lesen von Jesus, es gibt nur einen Gott, das ist der Vater. Wir lesen von Petrus und so weiter. Und gleichzeitig lesen wir von all diesen Menschen, die haben Jesus nie als Gott Sohn beschrieben, sondern als Sohn Gottes. Egal ob es Johannes war, egal ob es Paulus war, egal ob es Petrus war und so weiter. Und es hat sich irgendwie wie ein roter Faden durchgezogen und das Thema Dreieinigkeit hat, wenn man, je mehr man der Schrift gelesen hat, überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Das war für mich dann super herausfordernd, weil ich stand dann da und ich habe mich gefragt, okay, wie kann es denn sein, dass ich jetzt was erkannt habe, erkennen durfte und so viele in der christlichen Welt, die die Bibel ja viel, viel mehr studiert haben und so weiter, teilweise jahrelang im Studium waren, es aber nicht erkennen. Und das hat unheimliche Zweifel in mich reingesetzt, weil ich dachte, boah, wenn ich jetzt in diesem Bereich arbeite, wenn ich jetzt in diesem Bereich rausgehe, öffentlich werde, dann kann ich alles, was ich in der Gemeinde erträumt habe, vergessen, Wanderpredigen vergessen, dann kann ich alles, was ich mir erhofft habe, im Bezug auf Gemeindeaufbau und Gemeinde reparieren und so weiter vergessen. Und Kinderarbeit, Jugendarbeit in Gemeinden konnte ich auch vergessen. Und das war für mich natürlich ein riesiger Kampf und riesiger Konflikt. Gleichzeitig wollte ich mit der Wahrheit keine Kompromisse machen. Ich habe aber gemerkt, dass in mir drin eine ganz, ganz große Angst war, nämlich die Angst, sich zu irren. Die Angst, sich zu verirren und die Angst, auf eine Lehre reinzufallen oder auch in eine Gedankenwelt reinzufallen, die falsch ist. Und in meinem Herzen war immer wieder dieser Kampf, vielleicht stimmt die Dreieinigkeit doch, nur ich erkenne es nicht. Und dann habe ich immer wieder in der Schrift gelesen und gesucht und gesucht und habe gelernt, wie eine Zusage in unserem Leben oder in meinem Leben immer mehr wahr wurde. Und diese Lehre oder diese Zusage habe ich irgendwann auch ad absurdum geführt, was ich jetzt gleich erzähle. Vorab, in Johannes 8, Vers 31 steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In dem Moment, in der Situation, wo ich war, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Wahrheit mich frei gemacht hat, eher eingeengt, weil ich so viele Sorgen und so viel Gedanken hatte. Ich hatte das Gefühl, es engt mich ein. Und ich hatte so viel Sorgen und so viel Ängste und. Und trotzdem war es so, dass ich mich immer wieder auf die Worte von Jesus konzentriert habe und immer wieder gemerkt habe, dass Jesus die Dreieinigkeit nie gelehrt hat. Und da hatte ich natürlich auch einen Konflikt, wo ich dann lese, ja, wenn wir in meinem Wort bleiben, wenn wir in Jesu Worten bleiben, so sind wir wahrhaftig seine Jünger. Und das war mein Bedürfnis, das war mein Wunsch. Und gleichzeitig dann zu merken, boah, das ist überhaupt keine Befreiung, was passiert, sondern es ist eher beschränkend, einengend, Angst machen und so weiter. Aber ich wollte diese Wahrheit erkennen und ich wollte gucken, ist der Gedanke, dass die Dreieinigkeit falsch ist, ist die Prüfung, die ich gemacht habe, richtig? Und ich wollte tiefer in das Thema einsteigen, weil es mir wichtig war, den Glauben so zu leben, wie die Jünger es gelebt haben, den Glauben so zu leben, wie Jesus es gelehrt hat. Und dieser Vers in Johannes 8, Verse 31 und 32, war für mich von großer Bedeutung. Wir sollen in den Worten Jesu bleiben. Ja, und dementsprechend, je mehr man die Worte Jesu kennenlernt und liest, desto mehr merkt man, so vieles, was mit der Dreieinigkeit passiert, ist Antichristus, antichristlich. Ist gegen Christus. Und das fand ich so erschreckend.
Gleichzeitig waren dadurch die Zweifel nicht weg, sondern eher größer. So, warum kann es sein, dass die ganze Gemeinde, die ganze Kirche auf einer Lehre aufbaut, die eine Lüge ist? Und aber ich wollte mich davon nicht abschrecken lassen, nur weil so viele Menschen daran glauben. Schließlich haben wir 8 Milliarden Menschen, von denen die meisten nicht an Gott glauben. Und dementsprechend kann es nicht sein, dass, dass die Menge darüber entscheidet, was richtig oder falsch ist. Sonst dürfte ich überhaupt nicht glauben. Also habe ich mir das ins Herz genommen, was Jesus gesprochen hat in Matthäus 7, Verse 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese Ermutigung zum Gebet von unserem Herrn Jesus Christus hat mir ins Herz gesprochen. Und ich habe genau das getan. Ich hatte so viel Angst, so viel Sorge, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und am Ende stand ich dann da und habe gesagt, okay, dann bete ich jetzt einfach so intensiv dafür, und auch radikal, auf eine Art und Weise, wie ich vorher nie gebetet habe. Und ich habe an einem Abend, ich war so fertig, ein Nachmittag war das, ich war so fertig emotional, ich habe gesagt, ey Gott, wenn ich mich irre, dann hau mir eine Notbremse rein. Da kam schon erste Anfechtung, da kam auch schon erste Anfeindung. Und ich hab wirklich gebetet, wenn ich mich irre, dann hau mir eine Notbremse rein. Wirklich. Ich möchte keine Irrlehre betreiben, ich möchte keine falsche Lehre betreiben. Hau mir eine Notbremse rein. Und ich habe Gott an diesem Tag im Gebet die Erlaubnis gegeben. Ich habe ihn darum gebeten, dass wenn ich mich irre, dass er mir etwas bricht. Weil ich wusste, wie fatal Irrlehre ist. Ich wusste die fatalen Folgen von Irrlehre. Und ich habe wirklich im Gebet gesagt, okay, wenn ich mich irren sollte, dann brich mir was. Bitte. Und wollte dementsprechend auch die nächsten Wochen beobachten, ob mir irgendwas gebrochen wird oder nicht. Und das dann als Warnsignal von Gott sehen. Ich sehe ja, wie er immer wieder gesprochen hat und auch radikal gesprochen hat. Und ich wollte ihm den Freifahrtschein in meinem Leben geben, unmissverständlich zu sagen, du irrst dich, mein Kind. Oder eben ganz klar zu sagen, nee, du bist auf dem richtigen Weg. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat zwei Situationen geschenkt, wo ich mir normalerweise das hätte brechen müssen. Und es war nichts gebrochen. Und zwar dadurch, dass ich im Stall arbeite, mit Pferden arbeite, sind das durchaus auch größere Tiere, ja, auch schwerere Tiere. Und kurze Zeit danach, ich glaube innerhalb von einer Woche, ich weiß es aber nicht mehr genau, ist mir einmal ein Pferd auf den Fuß getreten, ja, auf meinen Zeh drauf getreten und es ist nichts passiert. Bin ich sehr reich beschenkt worden, weil da bricht auch mal schnell ein Zeh. Nichts passiert. Ja, ich konnte danach weiterlaufen wie vorher, es tat nicht mal wirklich weh. Aber das noch nicht genug. Auch im unmittelbaren Kontext zum Gebet hat mich ein Pferd eingequetscht zwischen der Wand und dem Pferd. Und durchaus auch kräftig eingequetscht. Und auch da ist nichts passiert. Und da war ich so dankbar für, weil in meinem Herzen war so, boah Gott, danke dafür, dass du mich in diese zwei Situationen gestellt hast, wo mir so schnell was brechen konnte. Und es ist nichts gebrochen. Ich war so dankbar für die Situation, auch für die Schmerzen, die ich hatte, weil ich wusste, boah, Gott hätte mir was brechen können, hätte er es gewollt. Aber es ist nicht passiert. Und ich war so dankbar dafür in meinem Herzen, weil ich gemerkt habe, boah, krass, Gott erhört Gebete. Und wenn ich radikal bete, dann wird er diese Gebete auch radikal erhören. Das hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht, danach auch in diesem Prozess weiterzugehen. Und wenige Verse danach ist auch die Antwort darauf auf so viele meiner Zweifel gewesen. Ich habe mich ja ganz oft gefragt, wie kann es sein, dass so viele Christen diese Lüge glauben, die in der Bibel überhaupt nicht drinsteht. Und im unmittelbaren Kontext von dem Aufruf oder zur Ermutigung vom Gebet, die ich gerade vorgelesen habe aus Matthäus 7, steht auch Matthäus 7, Vers 14, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Und da habe ich es erstmal verstanden. Was ist, wenn der schmale Weg viel schmaler ist, als man denkt? Wir haben so viele Christen auf der Welt. Was ist, wenn dieser schmale Weg, dieses schmale Tor viel, viel kleiner ist, als wir eigentlich glauben? Und das war für mich total erschreckend, weil ich gemerkt habe, boah, krass. Ja, das kann sein. Dass dieser schmale Weg einfach viel, viel schmaler ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Und nicht nur das, in diesem Vers oder im Vers danach steckt auch die Antwort darauf, ob die Kirche sich irrt oder nicht. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe.
Und es wird gesagt, wie wir sie erkennen können: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen und Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Und dann habe ich mir ein bisschen näher angeguckt, wo kommt die Dreieinigkeit her? Sie kommt aus der alten Kirche. Und wenn wir dann auf die Früchte der Kirche gucken, dann sehen wir politische Verstrickungen, wir sehen Korruption, wir sehen Verbrennung von Menschen, wir sehen Ablassbriefe, wir sehen Anhäufung von Geld, wir sehen Kindermisshandlungen, wir sehen Kauf von Immobilien, wir sehen das Aufschauen und das Ausbilden von Schriftgelehrten statt von Berufenen. Wir lesen einen Abfall von der Lehre Christi, oder wir sehen einen Abfall von der Lehre Christi, und so weiter. Man konnte plötzlich sehen, wir sehen Kriege, die im Glauben geführt wurden, und so weiter. Man sieht plötzlich mit ganz neuen Augen, krass, die Bibel warnt vor der Kirche, vor der Institution Kirche, nicht vor den Menschen, die immer da drin sind, aber vor der Institution. Und da kommt eben diese Lehre der Dreieinigkeit her. Und das habe ich dann tatsächlich verstanden. So zu sehen, der enge Pfad ist viel schmaler, als wir denken. Und die Kirche geht nicht auf diesem engen Pfad, im Gegenteil. Und die Bibel gibt uns eigentlich die Werkzeuge zu erkennen, dass die Kirche nicht die Gemeinde Christi ist. Und gerade anhand von den Früchten. Ja, wir sehen, wie gesagt, so viel emotionalen Missbrauch, so viel körperlichen Missbrauch und so weiter. Wir könnten die Liste ewig lang führen. Aber vor allem sollte das für uns ein Warnsignal sein. Und das war für mich einer der wichtigsten Prozesse, weil ich verstanden habe, okay, ich bin nicht auf dem falschen Weg. Ich wurde von Gott bestätigt. Ich wurde von der Schrift bestätigt. Und gleichzeitig hat sich die Schrift auch vor meinen Augen nochmal neu geöffnet. Und dann wurde mein Herz auch frei mit dieser Befreiung, die auch in Johannes 8 zugesagt steht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe plötzlich gemerkt, krass. So viele Lügen, die in der Kirchengeschichte passiert sind, so viele Fehler, so viele falsche Abbiegungen, so viele schlechte Früchte. Und das kann nicht aus einer guten Lehre heraus passieren. Und das war für mich unglaublich beeindruckend, unglaublich tiefgreifend zu verstehen, zu sagen, ja, wow, danke dafür. Und ich war an dem Punkt, war ich sehr dankbar, weil ich das erste Mal begreifen konnte und auch fassen konnte, zum einen, wo die Dreieinigkeit herkommt und zum anderen, dass die Dreieinigkeit nicht nur nicht in der Schrift steht, sondern auch gegen die Schrift verstößt. Und ich konnte das annehmen, weil ich im Gebet wirklich darum gefleht habe, dass wenn ich mich irre, dass Gott mich zurechtweist, dass er mir was bricht. Ich habe ihn wirklich angefleht. Ich weiß noch, ich war an einem Nachmittag, ich war heulend auf den Knien, ich war im Saal oben vom Reitsportzentrum, ich war auf den Knien und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und das dauert lange, bis ich an dem Punkt bin. Aber ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich Gott wirklich den Freifahrtschein gegeben. So, mach in meinem Leben. Mach. Hau voll drauf, wenn ich mich irre. Und trag mich durch, wenn ich richtig liege. Und ein paar Jahre später stehe ich hier, sitze ich hier. Und wie du merkst, ich bin überzeugt davon, dass die Dreieinigkeit eine Lüge ist, die den Menschen davon abhält, frei zu werden. Denn es ist vieles, aber nicht die Wahrheit. Und dann sind sie gefangen und bleiben gefangen. Denn was macht uns frei? Die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit erkennen, dann wird sie uns frei machen. Und die Grundlage dafür, dass wir Jünger Jesu sind, liegt darin, dass wir in seinen Worten bleiben. Und zum Abschluss nochmal seine Worte. Zu unserem Vater, du bist der allein wahre Gott. Mehr ist nicht zu sagen. Ich kann dir Mut machen, diesen Kampf anzugehen. Suche die Wahrheit, und die Wahrheit wird dich frei machen. Erlebe den Glauben neu. Es lohnt sich und es ist wichtig, denn der schmale Weg ist schmaler, als man glaubt. Gottes Segen.